Ritter Zornbold! Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Hm. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Ich lasse euch allein. Danke. Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Grün und Weiß, die Farben Andergasts. Rote Krone auf weißem Grund. Jetzt brauche ich noch den grünen Eichenzweig. Ein grüner Eichenzweig. Ein grüner Eichenzweig. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Dann ans Werk. Erst die Krone, dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner. Das gehört an die Querstange. Dann hoch damit. Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na endlich. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen. So wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Nicht alles ist verloren. Mit diesem Trank können wir die Krähen von ihrem Fluch befreien. Zu spät, Vogelfänger. Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin? Mein König. Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot. König Zornbold.
Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig. Du willst meine Entscheidung sehr? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Nori wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Du bist es nur. Was willst du? Schaut her. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel. Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht.